Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Friendly Galaxy Resurrection. So, ich habe hier mal so ein paar Runen vorbereitet, ne? Und ich habe mal informiert, was da braucht man anscheinend bei diesem Pack am meisten. Oder generell bei Botania. Habe ich mal zwei Stacks dran gemacht. So, auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt eine Mannstür. Das ist die Gluttony Rune, zwei Lime, zwei Red und eine Green. Zwei Lime. Zwei Red und ein Green. Die Rune of Gluttony. Dop, 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 dop. Die Mannstür haben wir damit auch. Kleine Reward. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Die hat sich verwunden. Muss man die jetzt einfach nur so hinwerfen oder? Okay. Ja, gut. Also ist meiner Meinung nach nicht so das Beste. Als nächstes die Aquican Nation. Das ist für sowas da hinten. Aquicraft Crops, dann wachsen die schneller, aber naja, muss ich nicht viel zu sagen. Sie braucht noch eine Redstone Root. Bornmeal. Weil eine Schere haben wir hier. Wo ist sie? Da. So, dann mal ganz kurz. Dup, 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 dup. Dup und Camellia Seeds. Tea Leaves. Behalte ich mal. Können wir mal für so einen Speediger, wenn er mal vorbeikommen sollte, was ich mittlerweile schon bezweifle, können wir mal einen Tee kochen. Also ist nichts gegen Streetchaser, aber ich glaube alleine schon, ich werde dieses Projekt, wenn ich so weitermache, bald ja schon beendet haben. Ich meine, questmäßig bin ich hier am Durchschrattern, Machinery können wir einmal ordentlich durchschrattern eigentlich. Factory Space, ja gut, Spacer. Welt an und Blood Magic wird noch ein bisschen was dauern. Aber ansonsten können wir es eigentlich, glaube ich, relativ schnell beenden. So, auf jeden Fall. Zurück zu unseren Blümchen. Wir waren bei der dann. Da habe ich schon wieder vergessen, was wir brauchen. Genau, der Western Hut, Rune of Spring, Gelb, Grün und zwei Lime. Gelb, Grün. Zwei Lime. Wo haben wir das? Spring. Also. 1, 1, 2, 1, 1. Ich habe die Seeds vergessen. Hier haben wir gerade 4 Stück mit. Und die Aquicanation haben wir auch fertig. Und davon können wir eigentlich schon alles ins ME werfen. Zack, zack. Das schmeiß mal hier rein. Die Clayconia, die braucht 2 Light Grey, 1 Grau, 1 Cyan und 1 Rune of Earth. Die Rune of Earth haben wir. Grau und das letzte habe ich gerade schon wieder vergessen. Cyan. So. 1, 1, 2. Ganz hier ein Fette bekommen. Doch. Los, ich verblende. Clayconia, Clay Reward. Ja, die Rewards, die wir bekommen, sind teilweise lachhaft. Einzig, was sich lohnt, ist halt das Terrace, was wir bekommen haben. Die Seeds wollte ich aber noch behalten. Danke. So, jetzt noch einmal. Purple, Lime, Green, Redstone Wood und Rune of Spring. Rune of Spring. Lime. Ne, das ist Magenta. Purple, Green. 1, 2, 3, 4. Jaded Amaranthus. Ja, die produziert uns hier die Musical Flowers mit Mana, aber naja. Tiger's Eye. Werden wir nicht brauchen, aber ich mache es auch noch. Halt. Gelb, Braun, Orange, Lime. Gelb, Braun, Orange,
rein. Und Rune of Autumn. Zack, zack, zack. Sehr schön. Claim Reward. Rod of the Deaths müssen wir machen. Was brauchen wir dafür? Ja, wow. Schau gleich mal hier nach. Obwohl, warte mal, da wird schon. Ne? Und so. Ich bin gerade schon wieder vergessen, was wir brauchen, ne? Ein Kobbel war dabei. So, Water on Earth, okay. Water on Fire, warte ich. So. Ja, machen wir vielleicht von heute noch verpeilter als sonst. Na. Rod of the Deaths. Play Reward. Okay, jetzt brauchen wir erst auch schon. Oh, wir brauchen noch Some. Bitte. Okay, wir brauchen nur eine Rune of Summer. Das ist eine Melonenscheibe, ein Slimeball, Air und Earth. Das sollten wir schaffen. Muss ich mal ganz kurz hier so ein bisschen aufräumen. Ja, wow, Elomite. Braucht kein Schwein. Zwei. Slimeball haben wir sogar echt noch jetzt dran, hätte ich nicht erwartet. Und was war das noch? Die Melone. Dann brauchen wir noch eine wunderschöne Wassermelone. Oh. So, hier irgendwo eine Melone. Da haben wir Melon Seeds, okay, das passt. Lass ich raten, wenn ich jetzt hier. Wo ist es? So. Wenn ich jetzt so mache, kriegen wir nicht angefangen. Das war ja klar. Boah, warte mal. Steak. Meal. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Dup, dup, dup. Obwohl, das reicht eigentlich schon. So, eine kommt dann wieder ins ME. Weil sieht's auch. Dann einmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Sehr schön. Komm voran. Das nächste steht dann auch schon hier Terra-Stil an. Snacks. Ah, da, okay. So. Dann jetzt das einmal zurück. 1, 2, 3. Was war das noch? Der was hier im Festschaft sieht. Einmal Gras. Der was hier. So. Hopp. Living Wood Trick. Boy. Moon of Spring, Summer, Autumn und Winter. Etwa klar. Spring, Summer. Hä? Ach, wir brauchen noch eine Rod of the Lands. Da haben wir die schon gemacht. Der eben noch irgendwo. Ah, da.
Rod of the Terraformer. Claim Reward. Was kann die jetzt? Ah, okay, ich glaube, das ist seit 14 Ebenen. Ja, gut. Okay, jetzt Terrestrial Agglomeration Plate. Wie habe ich das jetzt ausgesprochen? Terrestrial Agglomeration Plate. Wahnsinn. Oder auch kurz THP. Da brauchen wir Ladeblöcke, einen Block auf Mana Seal, den kann man schon mal herstellen. Nein. Und als wir kommen sehen, nehme ich gleich mal First Embed und eine Mana Perle. So, Block auf Mana Seal haben wir. Was brauchen wir noch für die THP? Nur noch Fire, Air, Mana, Earth und Water. Water, Earth. Fire Air. Das. Brauchen wir nur noch Lapis Blöcke, 3 Stück. Und eine Rune of Mana, die wir nicht mehr hier drin haben, oder? Genau. Ups. Top. Ja, kann den Limbo Trick mal wieder reintun. Terrestrial eigentlich auch. Finde ich Schwachsinn, dass man so viel eigentlich bekommt. Ups. Eine Rune auf Mana. Und wir haben die TRP. Claim Reward. Ja. Ich frage mich eigentlich, wie sehr es sich lohnt, jetzt gerade noch anzufangen, Terrassiert herzustellen und das halt aufzubauen. Ich meine, wir haben jetzt. Wie viel Terrassiert? Hier haben wir 17. Wir haben schon 27 Terrassiert, ist klar. Eine Terrablade. Ja, und so sweet siehst du, so macht man heutzutage, so macht man Terrastil. Terra Blade, Terra Shatterer, da braucht man noch ein Mana-Tablet. Oh, haben wir auch eine Terrastil-Rüstung, also Brustplatte. So, zack. Und 1, 2, 3, 4. Mach mal einen Terra Shatterer. Und nein, hier werde ich ganz bestimmt nicht auf Rang S leveln. Ja, kann ich ja getaggt. Ne, falsche Tasche. Ne, obwohl das lässt sich aber immer noch mal draußen. Clay Reward. So, Alfheim Portal, jetzt geht es los. Wir kümmern uns jetzt heute mal darum, dass wir anfangen könnten, weil das würde ich gerne in der nächsten Folge mal versuchen, dass wir den Gaia Guardian besiegen. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Rüstung klappt. Sollte eigentlich. Wir brauchen jetzt aber 2 Natura Pylonen. Wo? Glimmering Wood brauchen wir, das ist kein Thema. Was ich aber machen möchte, ist das hier. So. Ich nehme echt mal gerade alles raus, obwohl 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mach ich halt einfach mal gerade bei mir. So, Glimmering Living Wood. Ein Elfen Gateway vor, da brauchen wir nochmal El Terrastilo. Und einmal so. Und einmal so. Sehr schön. Natura-Pylonen. Das sind Mana-Pylonen, das ist kein Thema. Meine Zusammenfassung ist wieder phänomenal.
Das sind Maya, Mana verloren und. Ja, okay, das ist einfach. Also hier so zwei Mana Steel, zwei Gold, zwei Mana Diamonds. Das haben wir. Und was war das unten noch? Eye of Ender, glaube ich, ne? Jo. Ei. Natura-Pylon. So, mit dem Living Rock mache ich dann nochmal gerade zwei Mana Pool. Und jetzt brauche ich doch nochmal ein Lexika. Habe ich noch ganz gut 8 oder? Ich habe doch schon mal alles gesehen. Hier, Lexika Botania. Wow. Oh ne. Ich könnte es einmal komplett durchstecken. Wo steht das? Mystical Items, da, Ender Artifacts. Alphum. Supported to Alphheim, so. Visualize. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, man kann es hier so visualisieren lassen. Hat der liebe Streetiger aber auch schon mal in seiner Folge, in seinen Folgen gezeigt. So, dann haben wir das jetzt hier so fixiert. Dann kommt jetzt hier noch eins hin. Ein Elfen Gateway Core. Living Wood. Macht das eigentlich was, wenn ich das so dran baue? Ich glaube nicht, oder? Machen wir hier so einen schönen Rahmen. Ich finde, ansonsten sieht das so ein, ja, sieht ein bisschen ugly aus. Und was haben wir bei Streetiger gelernt? Das darf nicht ugly aussehen. So, wenn wir jetzt hier noch so machen: Antoropylon und Structure Complete. Wo haben wir sie? Dop, dop. Das wird jetzt einmal aufgefüllt, aber das beschleunigen wir jetzt einmal. Und ich sage jetzt schon einmal Entschuldigung an alle Headphone-Users. Blub. Ja, ne, Street, so produziert man Mana heutzutage. So, dann starten wir doch einmal das Portal. Lexika Botania rein. Lexika. So, Lexika Botania. Elfengarde, ja. So, da wir jetzt einmal hier das Portal offen haben, mache ich einmal so. Und wir kriegen Elementium. Dürften wir ein halbes Deck bekommen. Mana Diamonds, Mana Pearl. Ja, gebt mir all das Zeug, gebt es mir. So will ich das. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal hier zu schauen. Ritual of Gaia, da brauchen wir Gaia Pylonen. Und die werden mit eben diesem Pixie Dust an den Elementium gemacht. Und da brauchen wir eine Basis aus einem Blöcken, ein Beacon und die vier Teile. Da können wir Clear Reward machen, Mana Powder, Clear Reward. Fabulous Mana Pool, da brauchen wir Shimmer Rock, wie kriegen wir das? Bifrost Block, Rod of the Bifrost. Den Rod of Bifrost können wir mal machen. Dup, dup und ein Drinkstone. Da trotze ich jetzt mal hier rein. Alter. Ja, okay. Ich würde sagen, wir wissen jetzt, wie wir das aufbauen müssen. Ich bereite dann schon mal alles vor. Und dann machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, in der Mining World, machen wir den Gaia Guardian. Dann würde ich sagen, bis dahin, tschüss.